Eigentlich hat das Fahrrad hier ein Jahr Lieferzeit, aber hier steht's, es ist verfügbar, man kann es kaufen. So sieht's aus. Ein Focus Sam 6.9, ein Fully mit einer Stahlfeder, die man übrigens in letzter Zeit immer öfter sieht, weil der Federweg hier unglaublich groß ist und Stahl gar nicht so schlecht ist, oder? Nee, Stahl eben bewährtes Material, vor allem für Dämpfer. Und man hat hier noch den schönen Ausgleichsbehälter, also es ist auch noch Flüssigkeit mit drin, die sich dann eben durch ein Ventil hier regulieren lässt, wie schnell es ein- und ausfedert. Hier oben auch. Also unten im Blau bei Fox immer die Druckstufe und rot immer die Zugstufe. Ist in der Autobranche übrigens auch so, dass heftige quasi Geländewagen keine Luftfederung haben, sondern Stahl. Und im Luxusbereich, wo du dann quasi Komfort haben willst, wie in der S-Klasse, hast du dann natürlich immer mehr Luftfederung. Aber Stahlfeder werden auch bei Autos nie aussterben. Ist das denn schon der ganz neue Bosch? Das ist der ganz neue, der CX, vierte Generation mit dem großen Ritzel. Und das ist ja auch eine Magnesiumlegierung der Rahmen, das Gehäuse von dem Motor. Und ist auch natürlich auch super leicht. Sehr schön, 85 Newtonmeter, wenn man will. Ja. Geht auch weniger. Es geht auch weniger, aber bei Bosch sind 85 und bei Shimano 85 das Maximum. Das sind dann die High-End-Motoren. Aber es gibt auch die Möglichkeit, eine Software drauf zu spielen. Da macht er ein bisschen weniger, mehr Reichweite. Das geht auch, aber bei einem Fully, wo es jetzt auch steil bergauf geht, sind die 85 Newtonmeter schon. Die meisten Leute wollen dann All-In gehen. 90. Ja, die wollen dann am liebsten noch 200 Newtonmeter, habe ich manchmal das Gefühl. Aber ja, es geht auch, man kann die Software wieder zurückspielen und dann 75 drauf machen, dann hast du ein bisschen mehr Reichweite und der Motor wird humaner. Aber die meisten können, also 99% wollen eigentlich 85 Newtonmeter. So, ich gucke mal gerade aufs Preisschild, schlanke 6.499 Euro. Ist ja schon eine Ansage, aber du kriegst auch einiges geboten. Was ist das für eine Gabel? Das ist jetzt auch Fox Factory, die 38, also 38 mm Standrohre mit 180 mm Federweg. Das ist dann auch schon das Längste, bis man dann auf die Fox 40 umsteigen muss. Ist aber so die Farbe wie in der Straßenreinigung Gießen. Ist halt knallig, also ich finde es... Also die orangene Gabel von Fox ist ja kultig hier. Die 38 gibt es ja in drei verschiedenen Farben. Die gibt es in Weiß, die gibt es in Schwarz und in Orange. Es gab auch so eine Sonderedition, so Berry. Also diese Sonderedition ist jetzt raus und das sind so die drei Farben von den Fox Dämpfern Factory. Und ich finde die orangene eigentlich sehr, sehr geil. So, das Material ist wahrscheinlich Plastik. Ja, ja. Plastik, fantastisch. Alu, was ist das? Das ist eine Alulegierung und genau. Und die Beschichtung ist ja die Kashima-Beschichtung, diese Goldbeschichtung. Also das hier ist eine amtliche Gabel, oder? Das ist mit die beste Gabel im Enduro-Bereich, die du momentan kriegst. Also mit Kashima, die Factory-Version von Fox ist immer die beste von Fox. Und Fox ist, ist schon eine sehr bekannte, sehr große Marke. Ja, alternativ gibt es halt natürlich die ZEP-Gabel von RockShox mit 38 mm Durchmesser. Ist auch eine Enduro-Gabel, aber die Fox Factory 38 ist schon die Gabel, ne? So, hier eine günstige China-Kopie eines Kashima Code Sattelstütze, genau. Nein, ist ein Original. Ist natürlich ein Original. Fox Transfer, die kostet auch 450 Euro, ist auch dabei. Das heißt, das Fahrrad ist Double Kashima. Double, nicht Triple. Nicht Triple, weil wir einen Stahlfeder haben. Ja, das haben wir eben übrigens gezeigt. Wir haben eben Triple Kashima gezeigt. Triple Kashima gezeigt, das sind Double Kashima. Und die Double Kashima kommt nicht durch den Dämpfer dieses Mal zustande, sondern durch die absenkbare Sattelstütze, die auch sehr, sehr zuverlässig ist, sehr leicht und 1A verarbeitet. Das ist wirklich noch ein Stückchen besser wie der Reverb von RockShox. So, die Profis werden natürlich einen Unterschied feststellen. Die XT, ganz tolle Schaltung. Hat sie nicht zur XTR gelangt? Die Frage ist, braucht man dann XTR? XTR ist dann nicht präziser, sondern einfach nur noch ein Stückchen leichter. Und XT ist immer noch eine Top-Schaltung, also die Top-Schaltung von Shimano. Die Leute, die das Rad fahren, die fahren den Schaltwerk auch sehr oft ab. Und es ist sogar, glaube ich, günstiger, eine XT zu haben, langfristig gesehen, als eine XTR. Die kostet 120, was kostet sie? Um den Dreh muss es kosten 200 mittlerweile. Ich weiß es nicht. Muss ich gucken. Ich glaube, die werden bei eBay Kleinanzeigen schon für 300 gehandelt. Was irgendwie da ist. Lieferbar und genau, darum geht es. Full XT, guck mal, Bremse. Full XT, vier Kolben von Shimano. Genau. Und ja. Der Dämpfersystem ist ja auch die Fold-System, was wir von Focus kennen. Die haben wir auch in anderen Videos vorgestellt. Heißt, dieser Focus Optimizer ist Linkage-System.
dass er halt butterweich ist bei kleinen Schlägen und das ganze System führt dazu, dass es auch nicht durchschlägt, wenn es so richtig hart ins Gelände geht. So, wie der Lukas gerne mal fährt. Performance 1 CX, wir haben schon einiges drüber gesagt. Jetzt soll ja eine ganz neue Version rauskommen mit Bussystem und allem drum und dran, aber der Motor selber soll identisch bleiben. Das heißt, also der wird ja weitergebaut, der jetzt da ist. Da wird ja viel im Moment gemacht. Die anderen Hersteller sind jetzt auch bei Bosch nah dran, muss man sagen. Also auch der Shimano-Motor EP8 hat mittlerweile auch 85 Newtonmeter von der Haltbarkeit her. Andersrum. Ja. Shimano hatte erst 85 und dann wollte Bosch quasi dahin und hat durch ein Software-Update versucht, an andere Hersteller ranzukommen. Das ist eigentlich die Wahrheit. Aber Bosch, Shimano oder Yamaha, das sind die drei besten Motoren. Das ist wie im Vergleich zwischen BMW, Mercedes oder Audi. Du kannst nie sagen, BMW ist das Beste oder Mercedes ist das Beste. Es gibt natürlich Leute, die auf Bosch schwören. Es gibt Leute, die auf Shimano schwören. Und die drei Hersteller sind einfach oben dabei. So, du darfst es mal runterholen, lieber Lukas. Kannst du leider nicht fahren, um das Pedal? Nee, es ist nicht schlimm. Denn ich habe eben schon gebankt um dich, als du ein Video gemacht hast. Das Display? Ganz normal, klassisch. Man kann aber hier auch den Kiox nachrüsten. Ich wollte was anderes zeigen. Die Züge, die gehen direkt quasi in den Vorbau rein. Und dann gehen die hier rein. Okay. Wir haben schon Kunden, die das Focus geil finden hinter dir. Hi, kommst du aus Würzburg? Aus Würzburg. Hi, grüß dich. Oh, da ist das die UXD. Ja, cooles Rad. Also ich bin Denker, also Preis-Leistung wirklich top, top, top. Und die Ladebuchse ist hier auch sehr schön gemacht. Sag mal wo? Da oben. Genau da, wo am wenigsten Dreck kommt. Das heißt, da brauche ich mir keine Sorgen zu machen, dass da halt quasi Dreck reingeht. Ja, das Problem ist, dass du dann im Trail etwas reinbluten könntest. Ja, dafür ist ja die Kappe dann da zum Abdecken. Ne? Okay. Läuft richtig. Rein theoretisch, wenn der Lenker jetzt fest ist, jetzt ist er nicht fest, ja, kann er auch nicht durchschlagen, weil hier unten dieses Plastikteil verhindert das, dass der Lenker... Das gibt es auch bei Woom, muss man sagen, mit den Kinderfahrrädern. Gibt es auch bei Woom mit so einem quasi Band. Ein Begrenzer, der da ist. Das ist so die schlauere Variante, eine Abgrenze reinzumachen, anstatt es hier oben quasi. Ja, kommen wir nochmal Thema Lieferbarkeit. Du hast welche da? Wir haben welche da, wir bekommen durchgehend welche rein. Alle paar Wochen sind quasi so ein Batch geplant, die dann zu uns kommt. Das ist auch ein 22er Modell und wird wahrscheinlich 23 auch durchlaufen. Und die allerersten waren schon vor ein paar Wochen da und jetzt ist der zweite Batch zu uns gekommen. Rahmengröße L. Was, der zweite was? Zweite Batch, also zweite Batch. Lieferung. Okay. Ist dann zu uns gekommen, zweite Batzen. Ach, ja, man muss sagen, du hast in allen Herren Ländern studiert, deswegen auch deine Mehrsprachigkeit. Ja. Sprichst 19 Sprachen fließend. Ganz toll. Und ihr seid demnächst 100 Jahre bei Switchbike. Wir sind demnächst, genau, 100 Jahre und wir sind bei Switchbike in Gießen übrigens, falls die Leute das noch nicht wissen. Switchbike Bornemann in Gießen, haben wir schon aufgedreht. Ja, und ein Glück, dass keine Pedale dran sind. Du darfst dich trotzdem mal draufsetzen, dass du mal... Wir können den Akku rausnehmen. Nee, passt. Ist alles, ich will nur mal zeigen, wie toll das Teil aussieht, wenn mal jemand drauf sitzt. Das ist Rahmengröße? Das müsste ein L sein, oder? Ja. L, ja, genau. L. So, also 6.499 Euro. Wir drehen heute am 19. Oktober 2021 dem nächsten Webshop, aber wenn jemand Warenverfügbarkeit abrufen möchte, ihr habt 24 Marken, darunter Focus? Darunter auch Focus. Die kommen ja aus Kloppenburg, oben in der Nähe von Bremen werden die gebaut. Gehört auch zum Porn-Gruppe, also da gehört auch Kalkoff Gazelle dazu. Man denkt immer Focus, Ghost, das müssen alles Amerikaner sein. Nee. Deutscher. Deutsche Wertarbeit aus Kloppenburg. Rahmen und Zubehör und alle Teile kommen meistens aus Fernost? Natürlich. Also wenn jemand sagt, der Rahmen bei Riese Müller oder bei Cube oder wo auch, welcher Hersteller auch immer wird in Deutschland hergestellt, der hat dann wenig Ahnung. 98% aller Fahrradrahmen kommen aus Taiwan. Das ist Fakt. Weil ich nämlich immer lese, da steht dann drin, was? 6.499 Euro, kommt ja alles aus China, kann ja nicht so viel kosten, aber... Es gibt keine Rahmenproduzenten mehr in Deutschland, die so große Stückzahlen produzieren können. Das ist einfach nur Fakt. Und die haben es auch drauf, oder? Die haben es auch drauf. Die Taiwanesen, die haben einfach alles angenommen. Es geht einfach nicht. Und jetzt versuchen die halt in Europa, in Portugal quasi jetzt auch Rahmenproduktion zu bauen. Aber es ist auch unsere Schuld als Europäer. Wir haben ja alles nach China verlagert. Aber jetzt kriegen wir es halt zu spüren durch die Knappheit. So, jetzt haben wir es davon. Lukas, man findet sich auch bei Switchbike Bornemann in Gießen. Genau. Die Rufnummer hier? 0641 34393. Er kennt sogar schon die Rufnummer seines Arbeitgebers. Ja, 34393 in Gießen. Genau. Heute am 19. Oktober 2021. Da haben wir jetzt noch einen Fokus, sehe ich gerade. Sehe ich gerade. Das haben wir nämlich testweise hier mal in den Regen gestellt für 3 Jahre. Genau, das gehört dem Johannes. Ja. Kennt ihr auch von unseren Videos. Und
Man sieht, er hat sein Fahrrad so ein bisschen pink zerstört mit Aufklebern und so. Und das ist auch schön. Die 22er Sam-Modelle, also quasi die normalen. Die Sam 2 ist ja immer, dieser Hoch 2 haben die, waren ja immer die E-Bikes. Die ohne Hoch 2 waren ja immer die Normalräder. Sam Jam, die haben wir auch auf Lager. Also selbst das eigene Personal fährt sowas? Das eigene Personal darf quasi ein Rad pro Jahr sich aussuchen. Okay. Und ein paar davon stehen halt richtig auf Fokus. So, vielen Dank fürs Einschalten. Also der Sam 6.9 Modelljahr 2022. Jetzt verfügbar in Gießen in nahezu allen Rahmengrößen oder in allen. Genau, und wir bekommen alle paar Wochen auch wieder Lieferung rein. Sehr schön, danke. Tschüss. Ciao. Tschüss, Lukas. Ciao. Tschüss, Majid. Tschüss, Sven. Ciao, ciao.